So. Sun is shining and the weather is fine. Und ein hier zu Hause, nicht ganz allein, die Lucy ist irgendwo. Die Lucy. Es stand in den Sternen geschrieben, dass am 21. Mai 1854 im vollen Lenz des Lebens und des Jahres sieben Dichter in Fons-Séguin zusammenkommen sollten. Paul Girard, ein geistreicher Spötter, der sich zu Glaub zeichnete. Roumanie, ein Werber, der sich unauffällig immerzu damit beschäftigte, das heilige Feuer in seinen Genossen anzufachen. Aubanel de Roumanie, für unsere Sache gewonnen hatte und der die korallenfarbene Blüte seines Grenat eben jetzt unter den Strahlen der Liebessonne zu entfalten begann. Mathieu, ganz umwölkt von Visionen, in denen die Provence wieder zu den alten schönen Zeiten der Ritterlichkeit und der Minne erwachte. Brunet, mit seinem Christuskopf, immer in Träume von einem utopischen, irdischen Paradies vertieft. Der Bauer Tarin, der, emsig über seine Hacke gewürgt, auf dem Acker sang, wie eine Zikade im Sonnenschein. Und Frédéric, der immer bereit war, wie die Hirten der Berge in den Mistral hinaus zu jodeln, der immer bereit war, das Banner auf dem Ventoux aufzupflanzen. Bei Tisch sprach man wie stets darüber, auf welche Weise man unsere Sprache aus der Vergessenheit hervorholen konnte, indem sie versunken war, seit die oberen Stände den Stolz der Provence verraten und die Sprache den dienenden Klassen überlassen hatten. Und dann, nachdem bei den beiden letzteren Kongressen in Arles und Aix nichts herausgekommen war, was auf eine bevorstehende Wiederbelebung der provenzalischen Sprache schließen ließ und die durch die junge Schule von Avignon vorgeschlagenen Reformen, die von den meisten anderen ungern oder gar mit Widerwillen aufgenommen worden waren, beschlossen diese sieben von Fons-Séguin einstimmig, eine unabhängige Gruppe zu bilden, die Kugel ins Rollen zu bringen und sie zu schleudern, wohin es ihnen gefiel. Da wir aber eine neue Gruppe bilden, bemerkte Glaub, müssen wir auch einen neuen Namen haben. Denn das steht ihr ja. Ach, denn das seht ihr ja. Der reimt, mag er nun etwas leisten oder nicht, nennt sich Troubadour. Und nun gibt es ja Trouvère und Troubadour. Aber man hat diesen Namen so lange benutzt, um die Dichter einer bestimmten Epoche zu bezeichnen, dass er bedenklich verbraucht ist. Freunde, sagte ich, es gibt in Mayenne ein altes Rezitativ, das sich im Volksmunde von Geschlecht zu Geschlecht erhalten hat und das ein Wort enthält, von welchem ich glaube, dass es gerade das Richtige für uns sein würde. Hochwürden Sankt Anselmus las und schrieb, eines Tages von seinen frommen Schriften fuhr er stracks zum Himmel beim Jesuskind, dem teuren Sohn, sah er die Jungfrau sitzen und grüßte sie alsbald. Willkommen, Neffe, sprach die Jungfrau. Gefährtin, sprach das Kind, was hast du? Sieben bittere Schmerzen litt ich, die ich dir erzählen will. Einen der sieben Schmerzen, den die Jungfrau erlitt, schildert sie mit den Worten: Der vierte Schmerz, den für dich ich erlitt, o vielgeliebter Sohn, war, als ich dich verlor, als 3 Tage, 3 Nächte ich dich nicht fand, weil du in dem Tempel saßest, wo du mit den Schriftgelehrten du strittest, den 7 Philebre des Gesetzes. Die 7 Philibre des Gesetzes? Aber das sind ja wir, rief die ganze Tafelrunde. Abgemacht. Wir heißen von heute an Philibre. Und Glaub schenkte aus einer Flasche Châteauneuf, der 7 Jahre im Keller gelegen hatte, in geschliffene Gläser und sprach in feierlichem Tone: Auf das Wohl der Philibre. Und da wir nun doch einmal beim Taufen sind, so lasst uns gleich alle Ableitungen feststellen, die aus dem neu gefundenen Namen entstehen sollen. Ich schlage vor, dass wir jede Philibré-Schule von mindestens 7 Mitgliedern Philibrerie nennen. Meine Herren, und zwar im Andenken an die Plejade von Avignon. Und ich, sagte Romani, ich schlage euch mit eurer gütigen Erlaubnis das hübsche Wort Philibrésier vor, um auszudrücken, dass man sich unter Philibré zusammenfindet, wie wir es tun.
Ich, sagte Mathieu, füge das Wort Félibre hinzu, als Bezeichnung für eine Verbrüderung provenzalischer Dichter. Ich, sagte Tharin, ich möchte glauben, dass der Ausdruck Félibrien ein sich sehr gut eignen würde, um alles zu bezeichnen, was die Félibres angeht. Ich widme dem Namen Félibres allen Damen, die in provenzalischer Sprache singen, sagte Aubanel. Ich finde, sagte Brunet, dass der Name Félibrion allen Kindern der Félibres gut anstehen würde. Und ich, sagte Mistral, ich machte den Abschluss mit dem nationalen Wort Félibrige. Félibrige bezeichnet von jetzt ab unser Werk, unsere Verbrüderung. Und da sagte Glaub, aber das ist noch nicht alles, Kollegen. Wir sind die Félibres des Gesetzes. Aber das Gesetz, wer macht das Gesetz? Das tue ich, versetzte ich, und das schwöre ich euch, wenn ich euch 20 Jahre meines Lebens daran wenden müsste. Ich werde beweisen, dass unsere Sprache eine Sprache ist, indem ich die Gesetzartikel feststelle, die sie regieren. Die Sache klingt wie ein Märchen, doch entstand aus ihr, aus dieser Verpflichtung, die an einem Festtag, an einem Tage poetischer, idealer Trunkenheit übernommen wurde, jene ungeheure Arbeit des Trésor de Philibrige, jenes Wörterbuch der provenzalischen Sprache, in welchem 20 Jahre eine Dichterlaufbahn aufgegangen sind. Und wer das bezweifelt, braucht nur den Prolog von Glaub, Peguera, im Almanach Provençal von 1855 zu lesen, wo es in folgenden Worten klar und deutlich ausgesprochen wird. Wenn jenes Gesetz fertiggestellt sein wird, das ein Félibre in Arbeit hat, und das uns sehr viel besser, als ihr glaubt, sagen wird, warum dies und warum das, dann werden unsere Gegner verstummen. In dieser wahrhaft denkwürdigen Sitzung, die zur Legende geworden ist, wurde auch beschlossen, dass wir jedes Jahr in Gestalt eines Almanach eine kleine Gedichtsammlung veröffentlichen wollen. Gewissermaßen ein Wahrzeichen unserer Dichtung, die Standarte unserer Idee, den Bindestrich zwischen uns Félibres und die Verbindung des Philibreisch mit dem Volk. Und als dies alles abgemacht war, da entdeckten wir, dass der 21. Mai, an welchem unsere Zusammenkunft stattfand, der Tag der heiligen Stella war, und gleich dem heiligen Drei Königen erkannten wir darin die geheimnisvollen Einflüsse irgendeiner höheren Konjunktur und begrüßten den Stern, der über der Wiege unserer Erlösung stand. L'Almanach Provençal pour des Bains de Dieu 1855 erschien noch im Laufe desselben Jahres und umfasste 112 Seiten. Auf der ersten derselben prangte gleich eine Siegestrophäe unserer Chants de Félibre und legte das Programm dieses Erwachens volkstümlichen Saftes und Frohsinns dar. Der Félibre war weit davon entfernt, Schwermut und Pessimismus zu predigen. Alles wurde frohen Herren Herzens getan, ohne Hintergedanken über Profit und Ruhm. Die Mitarbeiter der ersten Almanachs hatten sämtlich Pseudonyme ausgenommen. Der Garten Félibre Romani, der Granat Félibre Aubanel, der Kuss Félibre Mathieu, der Scherz Félibre Glaub, Paul Guérin, der Bella Vista oder Ma Félibre Mistral, der Armee Félibre Tharron, der zum Kriegsdienst eingezogen war, der Regenbogen Félibre Brunet, der vom Beruf Maler war. Später kamen noch hinzu der Becher Félibre, Décasson, der Eichel Félibre, T. Poussel, der Félibre der Heiligen Glut, E. Garcin, der Félibre von Luzern, Croussillat aus Salon, der Schnittlauch Félibre, J.B. Martin, genannt der Grieche, der Melonen Félibre, Martin aus Cavaillon, die Félibresse de Calonne, Tochter des eben genannten, der sentimentale Félibre Belleron, der Urkunden Félibre, Achat, Archivar in Vaucluse, der Félibre de Pontia, Chalvet aus Nyon, der Magellan Félibre, Mouquin-Tandon, der Félibre de Tourmagne, Romieu de Nîmes, der Meeresfélibre M. Borély, der Bleistiftfélibre AB Coton, der kurzsichtige Félibre, erster Name des Gascaret, der später die Schnurren und naiven Mädchen von Romani und Mistral unterzeichnet hat. Der Almanach Provençal, den das Volk mit Freuden begrüßte, den die Patrioten gern hatten,
die Gelehrten achteten und die Künstler mit Eifer studierten, errang bald die Kunst des Publikums. Seine Ausgaben, die sich im ersten Jahre auf 500 Stück, auf 500 Exemplare belief, wuchsen sehr bald auf 1200, zu 3000, zu 5000, zu 7000 und schließlich zu 10.000 an. Die Ziffer, auf welcher wir seit 15 bis 20 Jahren geblieben sind. Der Wahnsinn.